So Leute, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Ja, heute mal wieder eine in recht kurzer Zeit, aber Coldcrafted hat gerade eine neue Map rausgenommen, nämlich namens Follow the Line. Ja, wieder mal eine App. Ich spiele die zwar eher weniger, aber hab's auch sogar. Ja, auf jeden Fall, das Spiel ist auch recht bekannt, also irgendwie lesen die meine Gedanken. Ja, hier ist es das Ziel. Wer es nicht kennt, da muss man, da kommen so auch auf dem Display so Blöcke runter, da muss man mit dem Finger so einen Weg entlang laufen die ganze Zeit. Eigentlich recht lustig. Und ja, das Ganze werden wir jetzt mal hier spielen. Hier, ja, ich blind, also wie immer, ich mache die Blind-Spiele nicht vor. Ich mache immer hier erstmal, oh, jetzt habe ich Medium gemacht. Ach, ah, hier kann ich einstellen, gut. So, hart, will ich nicht, easy. Okay, dann starten wir mal das Spiel. Also, wie ihr jetzt seht, kommen da die Blöcke entgegen. Und wir müssen jetzt die entlang laufen, ohne dass wir, warte mal, Sounds sind schön an, ich mache die mal ein bisschen lauter. Music and Sounds, zack. Wir müssen entlang laufen, ohne dass wir die Blöcke berühren. Das heißt, die richtigen, wir sehen ja hier die Blöcke. Und das heißt, wir müssen jetzt entlang gehen, ohne dass wir getroffen werden. Nee. Oh Gott. Zack. Oh Gott, nein, 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 nein. Okay, ja, ich bin professionell. New High Score. Okay, 21 Sekunden, natürlich mal wieder mega geil gemacht. So, Start Game. Zack, so, probieren wir mal. Wir schaffen doch mal jetzt ein bisschen länger. Ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, da man erstmal die Abstände hier auch ein bisschen, naja, lernen muss. Deswegen. Zack, 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 zack. So. Aber auf jeden Fall wieder geil gemacht mit den Blöcken, dass sie sich da auch schön bewegen. Also, wieder eine coole Sache. Zack, wie immer, also, das brauche ich ja gar nicht mehr sagen. Neuester Snapshot. So funktionieren ja die Maps heute. Das heißt, neuester Snapshot ist ja ein Have to. Zack. Oh, das war knapp, oder? Oh Gott, ich lebe aber noch. Ach du Scheiße. Ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut, ich bin gut. Ja. So, rüber. Zack, zack, zack. Hammer, Alter. Ich habe hier einen Run. So. Weiß, bei dem Spiel selber verrecke ich auch die ganze Zeit mega schnell. So. Den Cursor, wenn man den so runterhält, kann man den auch so ein bisschen als. Oh, das ist geil. Leute, kleiner Tipp. Haltet den nach unten quasi, weil man den. Man kann ja nicht nach hinten, sondern nur nach vorne. Aber halt den ganzen nach hinten. Und da lauft ihr dann. Dann könnt ihr dann so den Weg abgehen. Alter, ist ja cool. Ist ja praktisch. So, guck mal. Hier, okay, der ganze Zeit dazwischen her. Ich gehe mal ein bisschen zurück, dann sehe ich länger die Blöcke. Und so, weil ich. Boah, Alter, ich mache hier gerade einen heftigen Rekord. Zack, 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 zack. Die haben von einem Bug berichtet bei der Map schon jetzt, dass es ein heftige Lags geben kann, wenn man das Spiel länger als 30 Sekunden spielt. Da haben sie auch einen Fix angegeben. Ich gebe euch natürlich den World Download durch, von denen. Ich habe es ohne Fixpin bekommen, quasi, ja, ich habe jetzt exakt YOLO, mal ohne, es funktioniert gerade, also, ja, alles gut. Aber wie gesagt, ich bin ja blind hier. Alter, die Runden, also es läuft hier gut, es geht, ist sogar machbar, wenn man jetzt mit der Cursor-Taktik das hier spielt. Das ist nice. Ja, wie immer, könnt ihr natürlich auch eine Videoantwort hier drauf machen. Einfach dann könnt ihr in die Kommentare posten, ich lasse euch zu. Natürlich nicht so spät, dass er, nein, ich bin rübergegangen, oh, ich deppert. Egal, 1 Minute und 47 Sekunden ist akzeptabel. Ich mache mal gleich einen anderen Modus noch. Oh, der zeigt nur 47, oh, ein Bug. Ich hab gar nicht die 1. Nein, oh Gott. Ich bin erschrocken. Oh, achso. Hab's aktualisiert. Ich hab die Fixes hier. Okay, Leute, wenn das buggt, einfach dagegen schlagen. Okay. Schön. So, was gibt's hier noch? Classic. First Person. Das ist auch bestimmt lustig. Wir machen mal First Person. Das macht bestimmt Bock. Und natürlich auch leicht. Ich spiele hier auf Easy. Deswegen. Oh, ich hab, glaube ich, den Bilderrahmen kaputt gemacht. So. Alter, First Person. Alter, das macht viel mehr Bock. Ja, Leute, spielt First Person. Okay, ich glaube, das ist aber auch deutlich einfacher. In First Person. Sie kommen. Kann ich hier am Rand hergehen? Oh Gott. Wenn das jetzt geht, dann habe ich einen Bug gefunden. Ach du Kacke. Kann ich da oben auch hergehen? Nein. Aber man kann am Rand bleiben, okay. Gut, man kann da natürlich auch cheaten. Wir machen mal auf schwer und dann mal das First Person. Das macht bestimmt Lust. So. Start Game. So, let's go. So, das geht natürlich jetzt deutlich mehr ab. Okay. Das sind diese Blöcke, die gab es schon länger, die existieren gar nicht richtig, sondern das sind einfach so. Ihr seht hier, das sind gar keine echten richtige. Sondern die werden einfach nur so angezeigt. Aber trotzdem muss ich jetzt sagen, ich habe gut FPS-Drops. Also, gerade bin ich runter auf 30, also. Aber momentan, das scheint hier schwer zu sein. Okay. Ja, achso, das bleibt jetzt für immer so. Also, mal wieder ein mega lustiges Spiel, natürlich auch mal wieder mega nice umgesetzt, wobei ich jetzt schon in dieser einen Runde 2 Bugs feststellen konnte.
Aber gut, ich habe das ja direkt nach dem Release gespielt. Eigentlich bin ich gerade dagegen gelaufen, das ging wahrscheinlich. Da kann man sowas nicht verlangen, dass sowas direkt bugfrei ist. Deswegen. Ne. So, rüber. Game over. Ich bin anscheinend dagegen gelaufen. 24 Sekunden war doch länger. Egal, auf jeden Fall. Ja, das war die Map. Okay, zwei Bugs schon festgestellt. Ja, hier mal ran kann man herlaufen. Auf jeden Fall, ich würde dann. Dings, aber das Normal-Spiel war. Okay. Third Person. Okay, Spiel. Du machst mir gerade Angst. Ja. Okay, interessant, aber trotzdem geile Map. Macht trotzdem auf jeden Fall Spaß. Ja, auf jeden Fall Download-Links wie immer in der Beschreibung. Schaut doch bei Crafted vorbei. Ich glaube, die sind Franzosen. Kann das sein? Kann nicht sein? Ich weiß es nicht. Die haben auch früher, die waren früher mega bekannt. Die haben Minecraft in Minecraft gemacht. Vielleicht stelle ich das nochmal vor, wenn das noch funktioniert. Ist zwar uralt, aber war lustig trotzdem. Egal, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich immer wieder total über einen Kommentar und Bewertung freuen. So, das Nachrichtensystem ist komplett am Arsch. YouTube hat quasi erstmal die Videoantworten. Die Nachrichten sind ebenfalls komplett kaputt. Ich blicke dann, der Posteingang funktioniert. Jetzt hat man irgendwie Nachrichten, aber die sind unübersichtlich und man kann darauf nicht richtig antworten. Also kompletter Dreck ohne Witz. Das lässt mich richtig böse werden. Wir gucken uns mal die Redstone-Technik an. Das interessiert mich noch. So, auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das gar nicht alles. Ne, wahrscheinlich nicht. Ja, das ist halt mega, ja gut, dann ist noch, ist mega, schade. Aber deswegen, die Map-Vorstellung ab jetzt nur noch in die Kommentare, ja, dann, alles cool mit den einzelnen Layers, hier sieht man halt diese Wege. Ja, Map-Vorstellung, wie immer, Map-Vorschläge, wie immer in die Kommentare. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ein paar coole Maps zum Vorstellen habt. Und können natürlich auch eigen sein, aber keine Werbung. Also wenn, dann schön sagen, ey, ich habe hier eine coole Map, bla bla bla. Okay, dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, Kommentar und Bewertung würde ich mich freuen. Tschüss.